Ja, moin Leute. Oh Gott, die Bullen. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Nein! Deckung! What? Geht's hier rein? Geht's hier rein? Nein! Geh da rein! Geh in Deckung. Oh mein Gott. Ja, Tag Leute. Geht gut los hier, ich weiß. So. Wir haben Bullenproblem. Joe macht gar nichts. Ja, dem ist es scheißegal. So, der nächste. Ich habe nur 3 Schuss. Ich glaube, wir wechseln mal die Knarre. Ja, wir haben ein Bullenproblem, wie gesagt. Jetzt müssen wir hier die L erstmal abknallen. Joe hilft uns nicht, wie immer. Theoretisch können wir das auch alleine machen. Oh, oh, den habe ich nicht getroffen. Ja, ja, komm. Du bist tot. Du hast jetzt gar nichts mehr zu kamellen. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt auch hier weg. So. Du. Oh, oh. Da ist auch einer. Hä? Willst du mich verarschen, du blöder Sack? Joe, du, könntest helfen. Könntest. Tust du aber nicht, weiß ich. Oh, oh, meine Waffe ist leer. So. Meine Güte noch. Joe, du bist echt keine Hilfe. Mein Gott, geh in das Auto rein. Warum geht der nicht in das Auto? Okay, holen wir uns halt ein anderes Auto. Warum ist das Taxi hier? So. Ja, jetzt lassen wir hier mal Ruhe einkehren. Indem wir das Taxi klauen. Und zum Derek fahren. Wir brauchen nämlich Geld. Ja, jetzt ist die Karre noch gesucht. Boah, Alter, ihr wollt mich doch alle verarschen. Meine Fresse. Halt die Fresse. Ich hab Stress gerade. Ein Auto. Dringend. Ja, danke. Steck schon freiwillig aus. Mein Gott, wie viele Bullen da stehen. Boah, Gott. Ja, ja, ja. Natürlich müssen wir auch noch da lang. Gibt's noch einen anderen Weg? Dann nehme ich den Weg. Boah, nee. Warum wird mein Auto direkt gesucht? Ich fahr trotzdem jetzt hier lang. Hm, du wirst von der Polizei gesucht, zieh dich um. Ich gehe jetzt hier erstmal. Ah, das bringt doch überhaupt nichts, wenn ich das Nummernschild wechsle. Leute, ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar brauche ich eure Hilfe. Ich weiß, es sind jetzt im Moment, haben wir nicht die ganz großen Zuschauerzahlen, aber das wird sich noch ändern und ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Und zwar, ich habe FIFA 13 auf der Xbox 360, ja? Und hier sind die Bullen. Die kriegen uns jetzt, na klar, hier sind 3 Bullen auf einmal. Ja, ich habe FIFA 13 für die Xbox und ich spiele Ultimate Team. Ich muss hier rein. Ja. Boah, darf ich mal meinen Satz? Oh ne, da kann ich nicht langfahren. Ich würde jetzt gern weiterreden. Ich habe FIFA 13 für die Xbox. Und ich spiele Ultimate Team, okay. Ich bin der ersten Liga, also ich sag mal, ohne angeben zu wollen, ich bin ja nicht besonders schlecht. Und ich fahre falsch. Naja, egal. Und mir schmiert das Spiel immer ab, weil Xbox Live manchmal so, aber immer mitten im Spiel, Lust hat zu disconnecten. Und dann wird das Spiel, da es abgebrochen wurde, mir als 3-0 Niederlage gewertet. Ich muss jetzt nach rechts.
Und das ist ja, wie gesagt, für mich eine Niederlage, sprich keine Punkte und mein Abbruchmultiplikator wird gesenkt, sprich ich kriege in den folgenden Spielen weniger Geld. Und das passiert komischerweise immer in den Spielen und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Und das gibt mir wirklich derbs auf die Eier. Wenn einer von euch irgendwie Hilfe weiß für mich, jemanden kennt, der sich damit auskennt, jemanden kennt, der einen kennt, der sich damit auskennt und der einen kennt, der sich vielleicht noch mehr damit auskennt, sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare oder was weiß ich, schickt mir eine Nachricht. Schickt uns eine Nachricht, ich bin ja nicht allein auf dem Kanal. Ich würde das nämlich gerne in Zukunft vermeiden, weil ich kriege so derbst wenig Münzen pro Spiel und ja, Liga 1, wie gesagt, die Spieler, die ich in meinem Team habe, sind nicht gerade die billigsten. Und wenn ich mir dann noch bessere kaufen will, werden die halt noch teurer. Davon sind die Bullen. Boah, leck mich am Arsch, wie viele Bullen hier sind. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr jetzt nicht Bescheid weißt, fragt in eurer Gegend rum. Es geht mir derbs auf die Eier. Ich will wieder FIFA spielen, ja, so wollte ich sagen. Das Auto. Boah, Alter, die Bullen, die baller ich jetzt ab. Oh, 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 oh. Kälter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Wusst du. So. Ja. Mal gerade über FIFA gelabert und jetzt heißt es weiter Mafia 2. Unsere Energie ist nicht gerade die beste, aber da können wir jetzt leider nichts dran machen. Und auf zu Derek. Auf zu Derek. Hey. Hi. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemand, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000, einverstanden? Klar, bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima, du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Okay. Böses Gesicht machen. Warum hatten der, Blut an den Füßen hier? Irgendeiner hat Blut an den Füßen. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Richtig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr?
Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals als Maul ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleibt. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Okay, jetzt sieht's wieder schwer nach einer Ballerei aus. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt das mit, ist Männer. Wahnsinn. Ja. Haltet euch auf. Ein paar Waffen mehr Schaden. Oder Zito. Geben wir Deckung. Okay, okay, der hier ist schon total rot. hat der eine Knarre, die wir brauchen können? Nein, hat er nicht. Einmal weiter vorrücken. Zuerst du hier oben, tot. Jetzt du. Ich meinte du. Komm mal raus aus deiner scheiß Deckung. So. Einmal vorrücken, einmal Deckung, einmal zielen, einmal warten. Der kommt nicht raus. Komm schon. Oh, da kommt noch einer. Ich glaube, ich gehe besser in Deckung. Na komm, dich hole ich mir. So, und jetzt du. Jetzt komm raus. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ist der jetzt tot? Nein. Boah, da. So, mal eben in einem Headshot gekillt. Die Schrotflinte, ja, die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das hier ist, haben wir Steve schon umgelegt. Der geht mir nämlich auch ein bisschen auf den Sack. Der gute Steve. Da haben wir noch einen Kollegen. So. Und das war's jetzt, oder was? Oder ist hier noch einer? Es gibt gratis Schokolade, kommt mal raus. Ah, okay. Hier ist keiner mehr. Und jetzt, ist hier einer. Rein hier, oder? Ja, rein hier. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist er? Da. Boah, ich geh hier weg. Ich geh in die Deckung. Boah, mein Gott. What the fuck? Komm bloß nicht näher. Wie? Molotow, scheiße. Oh, nein! Molotow. Oh mein Gott, oh Mann, die schießen auf mich. Scheiße, geh in Deckung bloß. Oh, falsche Deckung. Ah, Vito, geh doch dahin. Oh, Mann, nein, Vito! Willst du, dass ich sterbe? Oder willst du sterben? Alter! Ich hab die Schnauze voll mit dir. So. Oh, oh. Nimm doch den. War da einer?
Lädst du mal bitte nach? Du Idiot, da ist einer. Da ist einer. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Deckung. So. Alter, hör! Alter, ich brenne. Lol. Wie mir Derek einfach auf den Sack geht mit seinen Molotovs, ne? Und du Spasti. Mal schnell die Geh in Deckung! So. Oh Gott, ist ja ganz schön. Boah, der mit seinen Molotovs. Arschgesicht. Ja, und dich knall ich jetzt ab. Wenn ich mal wieder hier was sehen würde. Boah, halt's Maul, Derek! Naja, komm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, hör wie du. Komm schon raus, du Fettsack! Warum? Ah, der ist tot. Boah, Gott sei Dank. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Durchsuche Dereks Büro. Okay. Ah, Geld. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Okay, Leute, ja. Das war's jetzt für heute. Wir sehen uns später wieder.